Hallöchen alle miteinander. Heute ist absolut ekliges Wetter da draußen, also die perfekte Gelegenheit, um euch einmal zu zeigen, wie ihr unseren neuen DBFK Nordwest e.V. YouTube-Kanal abonnieren könnt. So, wie geht das Ganze? Also dafür braucht ihr erstmal entweder ein Smartphone, also ich habe hier einfach mal ein iPhone, ein Tablet. Oder ihr nehmt einen normalen Desktop-PC oder einen Laptop. Die vier Optionen habt ihr. Wir starten mit dem App-basierten Zugang, also über das Smartphone oder über das Tablet. Ich zeige euch jetzt am Beispiel des iPhones, wie das Ganze funktioniert. Erst einmal brauchen wir eine App. Es ist jetzt ganz egal, ob ihr ein iPhone oder ein Android-Gerät benutzt, also ein Samsung, HTC, Sony oder was auch immer. Ihr findet die App bei den Android-Geräten im App Store Google Play. Den habt ihr gleich zu Beginn, also einen Google Play-Account habt ihr gleich zu Beginn auf eurem Gerät eingerichtet. Und ich zeige euch das Ganze jetzt bei Apples iPhone. Da heißt es App Store, da gehen wir einmal rein. Da laden wir uns dann nämlich einmal die YouTube-App runter. Da gehen wir auf Suchen, Suchfeld, geben hier einmal ein Y ein, da kommt als erstes schon YouTube. Und dann laden wir uns die App hier einmal auf unser iPhone. So, dann bekommen wir die Information, dass es jetzt runtergeladen wird. Drücken wir OK. Das Runterladen hat jetzt ungefähr 20 Sekunden gedauert. Jetzt drücken wir auf Öffnen und dann haben wir auch die YouTube-App hier schon geöffnet. Wie gesagt, ob die auf dem Android-Gerät exakt genauso aussieht, kann ich jetzt nicht beschwören. Aber es sollte an sich identisch sein. Wir werden jetzt aufgefordert, hier einen Namen anzugeben. Gibt, muss ich mir ein neues erstellen. Jetzt werden wir gebeten, noch eine Telefonnummer hinzuzufügen. Jetzt haben wir das Konto eröffnet. Und so könnt ihr nun tatsächlich unseren Kanal abonnieren. Ihr geht oben auf Suchen, gebt dann hier DBFK Nordwest ein. Da findet ihr dann verschiedene Videos und jeweils in der dritten Zeile steht, von welchem Kanal das stammt. Hier unten steht DBFK Nordwest e.V. Wir haben natürlich noch nicht viele Videos. Stefan balanciert einen Stift. Wird es natürlich auch nur für eine ganz beschränkte Zeitdauer geben. Und da seht ihr dann das Video und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr dem ein Like geben und hier könnt ihr den Kanal abonnieren und dann könnt ihr aktivieren, dass ihr zu jedem neuen Video eine Benachrichtigung erhaltet. Und wenn ihr das ganze Video nochmal sehen wollt, einfach einmal drauf, einmal schwenken, dann habt ihr es im Querformat. Hier spielt ihr das Video ab und macht da auch wieder Pause. Hier verkleinert ihr das Bild und wischt runter. Und wenn ihr nach links rüber zieht, dann ist das Ganze auch wieder weg. Wenn ihr jetzt da drauf geht, seht ihr habt es geliked, ihr habt den Kanal abonniert, ihr könnt ihn wieder abbestellen. Okay, auf DBFK Nordwest. Das weg. Kanal, Benachrichtigung, habt ihr wieder. Nach den App-Varianten gucken wir uns jetzt das Ganze doch einfach einmal auf dem Laptop an. Wir gucken uns jetzt einmal an, wie das Abonnement des DBFK Nordwest YouTube-Kanals über einen Desktop-PC oder über einen Laptop funktioniert. Dafür braucht ihr einfach nur einen Browser. Das kann irgendein Browser sein, der Mozilla Firefox oder der Internet Explorer oder Microsoft Edge, wie er jetzt heißt, oder der Google Chrome Browser. Das ist absolut egal. Wir nehmen jetzt mal den Firefox-Browser. Schönen guten Tag, Frau DBFK-Präsidentin. Professor Bienstein, wir landen hier immer auf dieser Startseite, wollen aber zu YouTube, das wird schon vorgeschlagen, youtube.com, youtube.de, kommt man immer auf die gleiche deutschsprachige Seite, das ist ganz egal. Wir melden uns an und zwar mit unserer E-Mail-Adresse, die wir zuvor bestätigt haben. Müssen wir nicht speichern, das Passwort. So, und jetzt sind wir in unserem Kanal.
Da könnt ihr euch so ein Bildchen hinzufügen. Das habe ich eben schon mal gemacht. Wenn ihr einfach hier noch einen blauen Kringel habt, dann könnt ihr da einmal draufklicken. Kommt dann automatisch auf eure Google-Seite, auf euren Google-Account und könnt hier ein Foto hochladen. Das haben wir jetzt aber schon gemacht. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, ob wir hier die DBFK Nordwest-Seite finden. Geben einfach mal DBFK Nordwest ein und tatsächlich, die finden wir. Was es hier alles jetzt gibt auf dieser Seite. Aktuelle Videos werden eigentlich ganz vorne angezeigt, aber da noch null Abonnenten dieses Kanals bestehen und dieser Kanal ganz neu ist, ist das noch nicht angezeigt. Hier ist bisher ein einziges Video in diesem Kanal. Stefan balanciert einen Stift. Da können wir einmal draufklicken und dann sehen wir dieses Video. Wenn uns das jetzt super gut gefallen hat, dann können wir dem einen Daumen nach oben geben. Wir können das Video teilen über Facebook, Twitter oder sonstige Social Media Kanäle. Wir können das Ganze auch einbetten in eine PowerPoint-Präsentation, wenn wir diesen Link hier rauskopieren. Und wir können das Ganze zu einer Playlist hinzufügen, die wir hier einfach selber benennen können. So, die gibt es noch nicht, die wird geschaffen. Da kann ich dann auch entscheiden zwischen öffentlich, nicht gelistet oder privat. Dann mache ich das mal auf privat. Ansonsten könnt ihr hier unten, da habe ich vorhin schon was kommentiert, toll, was für ein Stift ist das. Mit eurem Google-Bild könnt ihr hier kommentieren. Enter funktioniert die Eingabe nicht, ihr geht dann einfach auf Posten und dann können darunter Diskussionen stattfinden unter den Videos. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten, das Wichtigste ist natürlich, dass ihr den Kanal abonniert und ich weiß nicht, warum es hier jetzt nicht funktioniert. Ich habe hier schon ganz, ganz oft drauf geklickt. Ich habe es im Google Chrome Browser und im Microsoft Edge und allen möglichen Browsern probiert. Es funktioniert einfach gar nichts, wenn ich hier auf Abonnieren klicke. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn euch das genauso geht. Ich weiß aber, dass das kein grundsätzliches Problem ist. Es kann auftreten, aber eigentlich ist das nicht normal. Das sollte funktionieren. Ich melde mich jetzt über unseren eigentlichen Account an und zwar über unseren DBFK Nordwest Account. Und da können wir uns natürlich auch uns selber anschauen. Aber wir können uns nicht selber abonnieren. Das geht natürlich nicht. Abonnieren heißt, dass wir Nachrichten bekommen, wenn etwas Neues kommt. Hier also ein neuer Videobeitrag oder ähnliches. Hier auf Kanalinfos können wir uns nochmal anschauen, was hier über den DBFK Nordwest an Informationen hinterlegt ist. Die kann ich jetzt natürlich selber bearbeiten, das könnt ihr nicht. Ansonsten findet ihr hier unten unser Impressum, unseren Link zu unserer Facebook-Seite, zu der Twitter-Seite von Junge Pflege und zu DBFK Nordwest auf Twitter. Da könnt ihr uns natürlich auch folgen. Wollen wir jetzt aber nicht. Wir sind hier auf YouTube. Und wir wollen uns anschauen, was passiert, wenn man diesen Kanal jetzt abonniert. Wir gucken uns das jetzt mal, wie gesagt, da wir uns nicht selbst abonnieren können, bei den Kollegen in den USA an. Da kann man sich auch mal verschreiben da oben. American Nurses Association. Die habe ich jetzt schon mal abonniert. Das kann ich beenden. Das kann ich abonnieren. Das sieht dann so aus. Und daneben gibt es ein kleines Zahnrad. Da könnt ihr dann konkret zu diesem Kanal alle Mitteilungen abonnieren und die auch noch im Detail einstellen, was genau da passieren soll. Alle Abos könnt ihr verwalten, hier ganz unten links, über Abos verwalten. Da seht ihr, ich habe jetzt 6 Abos, unter anderem dieses Abo von der American Nurses Association. Da könnt ihr dann im Einzelnen auch aufs Zahnrädchen gehen und sagen, ich möchte alle Mitteilungen zu diesem Kanal erhalten. Und im Detail geht ihr auf Einstellung verwalten. Erstmal alle Mitteilungen erhalten, Werbung wollen wir nicht. Ich möchte gelegentlich informiert werden über alles, was mit diesem Abo hier zusammenhängt. Per Mobilgerät, Handy, App hat nicht jeder. So gesehen kann man auch sagen, per Mobilgerät und E-Mail oder einfach nur per E-Mail. Das könnt ihr einstellen und dann wird das an eure E-Mail-Adresse, die hier unten nochmal steht, immer gesendet, wenn es Neuigkeiten auf dem abonnierten Kanal gibt. Das empfehle ich euch natürlich sehr für DBFK Nordwest einzurichten. Und das Schöne ist, egal was ihr hier einstellt, das ist sofort gespeichert. Also ihr braucht den Speicherknopf nicht zu suchen.
Das ist immer noch da, auch wenn man woanders hinklickt, dann wurde das gespeichert hier. So, dann könnt ihr euch jetzt am Ende abmelden oder auch einfach eingeloggt bleiben. Und dann war es das auch schon. Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat bei dir funktioniert. Und solltest du irgendwie auf einem anderen Wege zum Abo des DBFK Nordwest e.V.-Kanals gelangt sein, lass es uns bitte alle wissen und poste es unter diesem Video in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir in Zukunft super viel Spaß auf unserem Kanal und ich freue mich, dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich Take care und goodbye. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like.